Willkommen zu einem neuen Video hier auf Klausus World, eurem Anlaufpunkt für alles rund um World of Warcraft The War Within. In diesem Video zeige ich euch, welche neuen Events und Aufgaben diese Woche auf euch warten. Egal, ob ihr auf der Suche nach dem besten Loot, spannenden PvP-Matches oder neuen Story-Quests seid. Hier erfahrt ihr alles, was ihr wissen müsst. Lasst uns gleich loslegen. In World of Warcraft The War Within gibt es diese Woche einige spannende neue Inhalte und Aufgaben, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Sind in der dritten Woche von Season 1 und der zweiten Mythic Plus Woche. Ist eine praktische Übersicht, um sicherzustellen, dass ihr alles auf eurer To-Do-Liste abhaken könnt. Ein neuer Weltboss ist erschienen. Der Boss Orta wartet in Azkahed auf mutige Abenteurer. Mit etwas Glück könnt ihr Champion Gear abstauben. Die Informationen zu Beutetabellen und Strategien findet ihr in speziellen Übersichtsartikeln, die ich auch mal kurz hier einblende und euch auch in der Videobeschreibung verlinke. PvP-Fans aufgepasst, die wöchentlichen Quests Ein Aufruf zur Schlacht ist verfügbar. Gewinne 4 Schlachtfeldpartien, um 5 Ehrenabzeichen und 175 Eroberungspunkte zu erhalten. Diese Quest könnt ihr bei Archivarin Fitron in Dornogal, Koordinaten 46, 49 annehmen. Zusätzlich gibt es PvP-Quests von Grobius. Der dritte LFR-Flügel im Palast der Neruba ist jetzt zugänglich. Ihr könnt euch im Schlachtzugsbrowser für Sturz der Königin anmelden. In diesem Abschnitt erwarten euch der Seidenhof und der Kampf gegen Königin Anzurek. In der dritten Woche von WoW The War Within gibt es neben den großen neuen Inhalten auch einige kleinere, aber lohnenswertere Aufgaben und Events. Hier sind die zusätzlichen Dinge, die ihr diese Woche erledigen solltet. Bei Brinte in Dornogal könnt ihr die Quest Archive Geschichte suchen annehmen. Belohnung ist eine Kiste des Gipfels. Für den Abschluss der Quest müsst ihr nur 100 Titanscheibenfragmente sammeln, die ihr in den Tiefen bei Ramobs oder am schnellsten vom neuen Weltboss Orta erhalten könnt. Achtung, Scheiben droppen nicht in einer Raid-Gruppe. Man bekommt, glaube ich, so zwischen 30 und 40 für eine Delph auf Stufe 8 oder so, habe ich die gemacht, als kleine Side-Info. Also die 100 Titanscheibenfragmente werdet ihr sehr, sehr schnell zusammenfarmen. Nach Abschluss dieser Quest wird eine neue The War Within Story Quest freigeschaltet. Bei Hüter Kuborn in Dornogal könnt ihr jetzt ein zweites Item in ein Set-Teil umwandeln, um euer Set weiter zu komplettieren und aufzuwerten. Achtet auf die Weltquests, die mit einem Schlosssymbol markiert sind. Schließt die Weltquests in der entsprechenden Zone ab, um eine Spezialquest freizuschalten. Die Belohnungen sind bis zu 4 Kastenschlüssel, die ihr dort abgreifen könnt. Schließt die wöchentlichen Quests zur Herausforderung Erweckung der Maschine in den schallenden Tiefen, die Theatertruppe in Dornogal, die Verbreitung des Lichts in Heilsturz, die unterstützt die durchtrennten Fäden in Hatzkaette ab. Außerdem nimmt die Dungeon Quest bei Biergott in Dornogal an und schließt sie ab, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Neben den neuen Inhalten, die in dieser Woche verfügbar sind, gibt es viele wöchentliche Aufgaben, die euch wertvolle Belohnungen bringen. Vergesst nicht, die Titanscheibenfragmente für die Archivquest zu sammeln und eure zweite Katalysatoraufladung zu nutzen, um euer Set weiter zu verbessern. Es ist großartig, dass der Abenteurerführer in WoW The War Within so viel Komfort bietet. Viele der wöchentlichen Quests und Events lassen sich direkt darüber starten, ohne dass ihr mühsam von einem NPC zum nächsten laufen müsst. Den Abenteurerführer öffnet ihr ganz einfach mit Shift plus J und von dort aus könnt ihr euch durch die verschiedenen Events und Aktivitäten klicken, um die Quest direkt anzunehmen. Schaltet die Quest frei und stellt euch Orta in Azkahed, um wertvolle Beute zu ergattern. Meldet euch für die PvP-Quest Ein Aufruhr zur Schlacht an und kämpft euch durch 4 Schlachtfelder für Ehrenabzeichen und Eroberungspunkte. Stellt euch Königin Anzurek im dritten LFR-Flügel des Palastes der Denoruba. Nehmt die Quest bequem im Abenteuerführer an und erledigt sie, um an tolle Belohnungen zu kommen. Welches Event oder welche Aufgabe freut ihr euch diese Woche am meisten zu erledigen? Ob der neue Weltboss, PvP-Action oder das Freischalten neuer Story-Quests? Es gibt so viele Optionen, die darauf warten, erkundet zu werden. Dieses Video. Ich hoffe, ihr seid jetzt bestens vorbereitet auf die Woche in WoW The War Within. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um keine Tipps und Updates mehr zu verpassen. Schreibt mir in die Kommentare, worauf ihr euch diese Woche am meisten freut. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg im Spiel. Ich bin raus. Euer Klaus.